Ey, bei mir ist noch 2-0, warte kurz. Oh mein Gott. Aktualisier mal nochmal den Stream. Digga, ich guck grad 3-0. Oha, 3-0, Alter, wie hat der das gemacht? Aber die sind stark, muss man auch sagen. Man muss auch sagen, die sind sehr, sehr, sehr stark. Also Eintracht Spandau ist wirklich sehr krass stark. Heftig. Spandau, VfL Simbus und Harzberg Vulkan sind so die Favoriten. 3-1. Alter, 3-1 mit Ansage. Tschüss. Ey, gibt's da keinen Abseits? Nee, ne? Nee, gibt's keinen Abseits. Ah, doch, gibt's Abseits. Ja, warum? Der stand in Abseits. 3 gegen 3 vielleicht nicht. Aziz macht jetzt Tor. Klar, im Ballbesitz kannst du das natürlich möglichst breit gestalten, um den Gegner da auseinanderzuziehen. 4-1. Alter Hammer. 4-1. Eintracht Spandau. Ich schwör's dir. Doch, ist abseits. Ist abseits, hast du gesehen? Hä? Ich check gar nichts, Digga. Ich versteh's gerade nicht, Leute. Es tut mir leid. Das ist Hans Sapai, ne? Von Hans Sapai. Er soll nicht lupfen. Bitte lupfen nicht. Und das finde ich geil, weil... Keine Arroganz anfänglich. Ja. Digga, Eintracht Spandau ist schon wirklich ein krasses Dings. Ja, also wie bewerten wir? Oberliga, dann der Stürmer hat jetzt einen Freistoß. Ja. Matondo hat dann einen mitbekommen, ja, was ich auch... Also es ist schon echt eine gute Mannschaft. Spandau? Zum Beispiel. Ja, voll. Zum Beispiel, ich kenne ja den Spieler davon. Ja. Und, der Trainer Hans Sapai hat gesagt, ihr spielt so und so und so. Wenn ihr so nicht spielt, dann kommt ihr raus. Krass, also, der Digga. Er hat einen richtigen Plan, wie er spielen will. Das ist voll verrückt, ne? Aber Hans Sapai hat natürlich auch am meisten auch Ahnung. Oh mein Gott, es geht schon weiter. Spiel ist freigegeben. Eintracht Spandau in den dunklen Trikots. Die Zimbos in den Ersatztrikots. Oh, schade. Mit weißer Hose. Sehr stark. So, Chat, ich bin wieder da. Boah, Digga, 3-2. 4-2. Ecke. 4-2? Nee, Ecke. Ich glaube, du musst nochmal aktualisieren. Ich bin immer noch ein bisschen weiter vorne. Nee, 4-1. Wie vierte Minute bist du? Bei mir ist jetzt 15:50. Ja, bei mir auch so. Ja, 15:50 genau jetzt. Also ich bin 10 Sekunden voraus. Gar nicht schlimm. Sehr sympathisch, ihr habt dich gerade gehört. Wir haben jetzt gerade aktuell 70.000 Zuschauer auf Baller League Twitch. Krank, ne? 70.000. Und dieses Spiel, das ist ja das Top-Spiel, das wird ja noch auf Pro7 Max übertragen. Ehrlich? Ja. Ach krass. Das Top-Spiel. Noch aus der ersten Halbzeit das Ganze. Aziz für Spandau. Auch ein richtig, richtig guter Kicker. Sanga Aziz. 3 Scorer-Punkte eingesammelt am ersten Matchday. 5-1. Kommt. Boah, knapp. Ja. Schade, Alter. Meister, morgen früh 8:30 Uhr. Ja, was? 6:30 Uhr in Düsseldorf. Warum, Digga? Ah, wegen Bayern. Nee, Bro. Lass mal. Also, die treffen sich vielleicht mal Samstag, Sonntags und trainieren dann. Und am Montag spielen die. Aber jede Mannschaft macht's anders. Also, jede Mannschaft macht auch jeden Tag. Gibt's ja auch, dass sie jeden Tag trainieren. Nee, die haben ja selber vielleicht manche Vereine oder spielen ja selber Fußball in der Mannschaft. Oder arbeiten ja auch viele. Ah ja, stimmt auch wieder.
Aber das ist halt dieses 3 gegen 3 gewesen. Da waren sie einfach besser und deswegen haben sie so viele Tore gemacht. Aber so treffen die jetzt auch nicht zum Beispiel. Naja. Das ist halt schon oft mal dieser Game Changer, wo das Spiel entscheidet. Ja, heißt ja extra Game Changer, ne? Ja, genau. Aber schon heftig, ey. Schon heftig. Ja, ich war ja selber in der Halle. Schon sehr groß. Hinter mir war sogar Tom Supreme. War geil. Ja. Ich war ja auf dem Platz. Ich habe ja da gestreamt. Okay, hast du alle Spiele gesehen oder was? Nee, ich habe 3 Spiele, glaube ich, gesehen oder 2. 2 Spiele und danach bin ich gefahren. Ich muss aber auch sagen, Leute, das ist so also das ist eigentlich schon voll die geile Veranstaltung. Bin wirklich mal gespannt, ey, wirklich. Ja, selbst auch gerade ein bisschen Stream. Bitte? Boah, geil. Boah, Digga, heftig. 5-1. Also, ich find's an sich auch gut, aber ich finde, manche Sachen kann man schon besser machen. Ja, zum Beispiel? Boah, 5-1, Bro. Ich würde mehr Game-Changer-Spiele irgendwie finden, quasi, sag ich mal. Mhm. Und ich habe auch die Hammer. Qualität, habe ich ein bisschen höher erwartet, sag ich Klatsche, mal. Klatsche, ja. Also, dass es mehr Straßenfußball ist. Wie meinst du das, mehr Straßenfußball? Ja, mehr skill-lastiger quasi. Also wie so richtige Käfigkicker. Dass da mehr geskillt wird und hier spielen die halt schon richtig Fußball, aggressiv und so. Aber auch mit vier langen Bälle und sowas. Und das spielt man eigentlich auf der Straße nicht. Mhm. Eher 1-1 und sowas. Und das ist halt auch Straßenfußball. Das haben die jetzt gut gemacht zum Beispiel. Ey, der Torwart ist krass, hast du es gesehen? Ja. Den hat er gut rausgeholt. Alter, heftig. Der war wirklich gut. Hä, aber warum gab es jetzt Elfmeter? Achso, 3 Ecken, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe, was du meinst, Digga. Ich verstehe, was du meinst. Aber du musst dir so vorstellen, da gucken ja viele Scouts zu, ne? Finale in einem großen Stadion am 30. Ah, mit 30.000 und 11 gegen 11. Ach, krass. Boah, schade, Alter. Also ich sag dir ehrlich, Finalist für mich Eintracht Spandau. Sieht bisher danach aus, ja. Ja, weil die sind sehr, sehr stark, ne? Ich sag dir ehrlich, Finale für mich, ne, wird sein Eintracht Spandau gegen Street United. Bei mir ist bisher Finale Eintracht Spandau gegen Hartberg-Royal, sag ich. Bah, Bruder, für mich nicht. Ich glaube, Street United, die machen es noch mit Großkreuz. Boah, 6-1, ey. Das ist Klatsche. Das ist einfach nur fahrt bitte nach Hause, Alter. Wir haben auch letztens... Boah, Alter, das ist nur noch eine Klatsche. Das ist einfach nur... Ciao, Leute, 7-1. 7-1 ist heftig. Das ist wirklich heftig. Da fühle ich wirklich... Also, das ist wirklich schon heftig. Boah, Digga. Also, wirklich, das ist wirklich schon unangenehm. Also, das ist jetzt auch, glaube ich, bisher das höchste Ergebnis in der Border League-Geschichte. 7-1? Ja, auch Richie muss machen. Also, für mich wäre das ein Freischuss-Chat. Alter, das gibt's nicht. 8 Tore. Boah, wieso macht der denn? Nein, das gibt's nicht, Leute. Alter, was? Was passiert hier? Das ist unglaublich krass gerade. Ich glaube, nächste Woche... Ah, nee, nächste Woche geht gar nicht, weil ich bin auf Karneval. Darauf die Woche machen wir ab 17 Uhr Stream. Jetzt kommt Game Changer. Eins gegen eins. Boah, das wird eklig. Nach Köln mit dem Bus... An einem Montagabend. Die müssen ja... Dienstag eigentlich arbeiten. Warte, Digga. Ciao, boah, Digga, schönes Ding. Der ist richtig krass. Und Sanger Aziz, der wo jetzt von Eintracht Spandau schießt, mit dem habe ich zusammen gespielt. Alter, das gibt's gar nicht. So, 7-2. Jetzt mal schauen, was passiert. Boah, Digga, was? Unglaublich.
Er kriegt den Ball nochmal. Er darf nochmal schießen. Und er macht ihn. Alter, das ist unglaublich. 7 zu 3. Er macht den nicht. Weiter geht's, Chat. Weiter geht's. Ey, es ist unglaublich. Es ist gerade unglaublich spannend. Enorm abschlussstark. Simon! Den hält halt! Nicht. Hand! Nee. Oder? 7 zu 4. 7-4. Unglaublich. Ja, okay, doch, war Hand. Er hat sich weggedreht, aber trotzdem war der Arm ein bisschen zu weit draußen. Nee, Hand, ich hätte es auch gegeben. Da ist es Hand, Alter. 7-4, Alter, ist so unglaublich. Er verschießt. Alter, jetzt geht's so, 7 zu 5. Der andere macht extra schneller. Alter, das gibt's nicht. Sekunden Zeit. Alter, es ist unglaublich gerade. Tor. Ich glaube, voll spannend ist es. Weil es schon weit weg, oder? Wenn er links schießt, trifft er. Links. Oh, oh mein. Alter, das gibt's gar nicht. Der muss raus. Bro. Der muss raus. Eintracht Spandau gewinnt. Ist unglaublich. Eintracht Spandau hat gewonnen. Digga, überleg ich mal. Das ist schon krass. Ah, okay. Ja, ich habe ihn letztes Mal. Das ist schon lustig gewesen mit Aaron. Wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Haut rein.